Nach Schneiderstanke? Das war klar, dass du mich jetzt auf der Rückfahrt noch fertig machen musst, ja? Lässt dir hier deinen Bock auf ein Silbertablett servieren von Carsten? Na. Und ich muss alleine rumrennen, ja? Na. Ich habe den Ast rein herangeplattet. Aber es ist eigentlich ganz einfach mit den Böcken. Du musst dich so reindenken in die Böcke, weißt du? Und dann ein schönes melodisches Liedchen trällern, dann kommen die fast von alleine. Du musst vor allem riechen wie ein Bock wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Wir waren zur Blattjagd eingeladen bei Carsten Schmidt in Thüringen. Für mich war es das erste Mal in dem Revier. Ich muss sagen, ich war wirklich extrem angetan, super schön landschaftlich, ein absolutes Träumchen. Ja, Thüringer, Mittelgebirge, steile Berge, Fichtenhänge, Naturverjüngung. Ja, Carsten ist ja so ein Typ, der hat ja immer zu tun, ne? Der ist immer auf Achse mit seinen Hunden, ne? Der ist ja Terrierzüchter und Richter. Dann ist er im Naturschutz total engagiert, im Angelverband. Stimmt, organisiert er. Angler am Angelverband ist er auch. Die haben ja so ein, Zuchtprojekt für Eschen, für Bachforellen und überall mischt er mit. Hat selber so regionale Wildprodukte macht er, ne? Ja, oh, viel Wild, aber auch so Hausschlachtung, das ist hier noch erlaubt. Da kennt er sich richtig gut aus. Guck mal, da ist es. Jawohl. Oh, ich habe so einen Kohldampf. Hier, guck mal, Imbiss, regional genießen. Sehr korrekt. Schön. Wir sind erstmal direkt zu Carsten zum Imbiss gefahren, hatten beide tierisch Kohldampf und sind dann auch da gut versorgt worden. Da gab es natürlich, wie das in Thüringen üblich ist, eine leckere Bratwurst. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt probieren wir, ob da Kümmel drin ist oder nicht. Ja, ich schmecke das sofort. Echt? Ja, esse ich nicht. Dann machst du dir gleich einen richtigen Freund. Ja. Moment. Na, okay. So. Er sagt, sei okay. Sei okay, na pass mal auf, du. Mal sehen, wie ich sehe, wie du schießt, ob das okay ist. Ja. Was mir noch am Herzen liegt, versucht bitte Tiefblattschüsse anzutragen. Also wirklich den Mut zu haben, tiefer anzupacken. Ja. Das ist nichts Schlimmes, der Florian guckt schon, aber das der Herz... Florian guckt schon, ja. Der hat nämlich so seinen Spezialschuss, der liebt ihn immer gleich. Ja, aber da ist er gleich... Ist die andere Richtung. Da muss ich mich richtig zwingen. Ich warne dich. Weil es wirklich so ist, sobald du auf die Wirbelsäule kommst, schweißen die Stücke nicht sauber aus. Die liegen im Feuer, krampfen total. Das hat was damit zu tun, dass das Nervensystem einen Vollschaden erleidet. Und auch der Herzmuskel, der ja eigentlich leer pumpen sollte, um gute Wildbrettqualität zu erreichen, der krampft und wird nicht eröffnet. Ja? Der pumpt nicht leer. Und wenn die mal noch 20 Schritte gehen, wirklich in einer rasanten Flucht, dann hast du die beste Wildbrettqualität. Dann schieße ich nach. Du schießt nicht nach. Wenn du nicht nochmal nach Thüringen eingeladen werden willst, dann machst du so weiter. Nach der Thüringer Bratwurst ging es natürlich erstmal in die Ferienwohnung, die Sachen reingeschmissen, Jagdklamotten an und ab ins Revier. Und dort haben wir erstmal die Pläne geschmiedet. Wer kommt mit mir mit? Ich. Nee, ich. Nein, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Haben wir okay. Vorher besprochen. Ja, dann los. Und dann der Gewinner geht bei dir mit. Okay. Ja? Okay, auf geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Natürlich. Der Stein fällt in den Brunnen. Ja, da geht's los. Ja. Also Florian. Also muss ich jetzt ohne Führer losziehen, ja? Einzelkämpfer, okay. Wirst klarkommen, sauber schießen. Denk an die tiefe 6. Ich versuch's. Ja, und nicht auf der Keule. Bleib mal ins Heil. Du weißt doch, wie es geht. Ne? Bleib mal ins Heil. Horido. Bei mir lief's schleppend bis mäßig. Ich habe noch nicht mal ein Stück Rehwild gesehen. Tja, und bei uns lief es viel, viel besser. Bei euch lief es besser, ja. Aber ich habe immerhin Muffel gesehen. Ja? Die habt ihr nicht gesehen. Ja, ja. Super. Aber nein. Christian, ihr habt ja tatsächlich auch Erfolg gehabt. Ja, bei uns lief es richtig gut. Nach einem zähen Anfang, viel Locken ohne Ergebnis. Mit Rehwild, was uns umschlagen hat, mit Wind der Trete, hat es dann doch noch geklappt. Immer noch mal einen draufgesetzt beim Locken. Dass erst ein Schmalreh zugestanden hat, das fing noch an zu strecken, nachgelegt mit Blatten, mit Angstgeschrei. Und das hat den Erfolg gebracht, brachte uns erst eine Ricke und im Schlepptau natürlich einen Bock. Und keinen gewöhnlichen, sondern ein richtig, richtig alter. Also, jetzt sind wir im Revier, Carsten. Wie sieht denn jetzt der Plan aus? Pass auf, wir haben ja Südwestwind, also kommt auf uns zu. Mhm. Und hier unterhalb im Hang sind sehr, sehr viele Käferflächen.
Das heißt, sehr, sehr viel Naturverjüngung. Und jetzt versuchen wir von oben uns an die Kante zu parken und in die Senken rein zu platten. Okay. Wäre ganz gut, wenn du plattest. Kann ich? Ja, du kannst das, das weiß ich. Hab das schon mal gemacht. Und ab und zu kann ich auch schießen und vielleicht kriegt man da was hin. 30,06 ist nicht. RWS Hit. Eine gute alte Sauer 80. Der ist jetzt bestimmt hier überschlagen, den Hang runter. Aber erstmal den Anschluss angucken. Schweiß! Was? Da
Arsch. Was? Oh, los, guck mal hin. Ja. Ach, guck. Lunge. Lunge. Das ging hier durch. Ich sag ja, mein Glückshandschuh. Ja. Hat doch geklappt. Und da unten liegt er. Oh, guck mal. Der ist so semmelgelb, ne? Altes Stück. So, jetzt bin ich hier gespannt. Ich habe es gar nicht richtig erkannt, was der drauf hat. Aber es ist auf jeden Fall einer, der sehr heimlich und vorsichtig war. Och. Der Schuss scheint ja auch zu passen, oder? Ja. So tiefblatt. Ja, das war nicht einfach. Ja, Weidmanns Heil erstmal. Ja, aber hast du Bock, Weidmanns Dank für das super Heranblatten. Ich wäre verrückt. So. Christian. Ne? Der ist steinalt. Ja, das siehst du schon am Haupt. Guck dir das Haupt und die Lichter an. Für mich immer das typischste Zeichen für ein altes Stück. Guck mal. Kriegst du auch deinen Bruch. So. Hoch noch. Na, aua. Weidmanns Heil. Kann ja mal passieren. Das war schön. Nee, hat mir Spaß gemacht. Das war echt toll. Und das war verrückt, ne? Hier. Ja, top. Soll ich mithelfen? Komm, du, einer links, einer rechts. Oder wie machst du das? Ne? Und Kuchen packen. So. Ein zu alter Bock, ja. Ja, spitze. Und das sind ja wenigstens mal ein paar Hänge hier, Arbeitshänge. Ja, das ist, stimmt allerdings. Soll haben wir erfüllt. Ja. Grillfleisch. Vorsicht. bei dem mit Grillfleisch, das wird eher knacker. Ach komm. Der ist bestimmt der Rücken. 8, 9 Jahre. Der Rücken geht doch noch. Ja, den Rest kannst du ja deine leckeren Würste machen. Schinken. Schinken? Auch gut. Sag Bescheid, wenn er fertig ist. Ja, da werde ich wohl mit dir teilen müssen. Da hast du doch einen Anteil dran. Gehen wir vorne rein. Der Bock ist so uralt, das ist ein absoluter Traumabschuss. Es geht ja nicht immer nur ums Geweih, sondern zu sagen, jawohl, so einen alten Bock zu überlisten, das ist einfach ein Traum. Digga, das hat gut geklappt. Ja, spitze. Sau stark. Ja, ist halt immer wie so ein kleiner Krimi, so eine Blattzeit, ja. Blattjagd. Ja. Ja, an die Käfer gehen wir, Christian. Ja. Ach so, versuchst du ihn hier, holst du das Auto. Ja, klar. Gut. Alles dabei. Mhm. Hier sieht man eben der Tiefblattschuss. Das Herz ist zerrissen, aber das Stück schweißt eben auch voll aus. Alles überhöhen und erstmal das Gescheite entnehmen. Ja, das ist entscheidend. Das ist für die ersten 45 Minuten das Problem. Wenn wir das Gescheite nicht entnehmen, bei den Temperaturen verdirbt das Wildbrett sofort. Wir schneiden ihn jetzt noch sauber. Weil was hier alles, was hier Schuss ist, das braucht man auch nicht in die Wildkammer hängen. Nee. Ohne zu spülen. Ja. Auf alle Fälle haben wir jetzt ein sauber versorgtes Stück. Das kann jetzt abtrocknen, die Oberfläche weg von den Fliegen. Die Filets sind sauber. Der Rücken ist nicht kaputt geschossen. Wir haben wirklich hier unten nur die Rippenbögen, die im Prinzip auch als Hundefutter dann noch dienen können oder für den Wildfang. Wir haben keinen Panseninhalt. Das Stück verhitzt jetzt nicht, an beiden Keulen sauber aufgehängt. So kann das Stück jetzt am Auto verwarmt, es passiert nichts mehr. Sag mal Carsten, jetzt hast du hier, wie viel sind da drin? 20 Liter? Nee. Ja, jetzt ich habe 10 Liter mit. 10 Liter mit. Jetzt hast du zwar das Wasser mit, ja. Hast den Bock aber nicht ausgespült. Ja, weil das. Warum spülst du den nicht aus? Weil dieses ganze Ausspülen, wenn ich einen schlechten Schuss habe und der Schusskanal ist am Wildkörper und Wasser ist der größte Förderer von Keim. Wir haben eine hohe Körpertemperatur, einen hohen Anfangskeimgehalt. Ich brauche Oberflächentrocknung. Das Stück muss jetzt abtrocknen. Wenn die Oberfläche trocknet. Also ist Wasser denn eher schädlich, weil man alles verspült und verschwindet? Es ist auch nicht gestattet. Es ist aus lebensmittelrechtlicher Sicht überhaupt nicht gestattet zu spülen. Außer zum Händewaschen. Okay. Und jetzt kommt wieder. Und du hast zum Händewaschen genommen, ich aber am ausschließlich Bock zum Händewaschen. Benutzt es nicht. Und der Kanister, also ich nehme immer frisches Wasser mit, weil wenn der Kanister eine Woche im Auto bebrütet ist und das ist das Hundewasser, dann ist der Anfangskeimgehalt in dem Wasser, das ist ja nicht steril. Okay. Dann ist das so hoch, dass wir natürlich noch umso mehr unerwünschte Keime in den Wildkörper bringen. Und das wollen wir nicht. Also
Okay. Wasser nur für die Hände. Ja, weil unfrisches. Ja, Trinkwasser und nicht irgendwas. Aus der Regentonne. Ja, genau. Okay. Super. Jo. Weidmanns Dank. So. Fertig. Ja. So. Und das macht Spaß. So macht für Jagen Spaß. Wildbrettqualität. Ja. Ich drehe oben um. Da bin ich ganz bei dir. Lauf runter. Die Nacht war dann natürlich kurz. Ist ja immer so in der Blattzeit. Man geht spät ins Bett, muss früh aufstehen. Mitternacht ungefähr haben wir uns hingelegt. 3.30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Und wir haben natürlich, wir waren guter Dinge, haben auch damit gerechnet, dass morgens sich einiges tut, dass die Böcke morgens laufen. Leider hat sich das nicht bestätigt. Bei mir lief es im Prinzip ähnlich schlecht wie am Vorabend. Ich habe wieder kein Stück Rehwild gesehen und bei euch war es auch nicht so richtig berauschend. Ne? Ja, bei uns war es auch schwierig. Wir hatten Top-Stellen ausgesucht, wo man denkt, hier stimmt alles, Naturverjüngung, Hänge. Konnte die gut einsehen, aber das Problem, wie am Vortag, der Wind. Der Wind im Viertelstundentakt hat ja die Richtung gewechselt. Da kann man blatten, wie man will. Da gehört dann schon noch viel Glück dazu, dass doch noch einer zusteht. Wir haben Rehwild gehört, wie es gezogen ist, aber nicht den Einstand verlassen hat. Haben nochmal neue Plätze ausprobiert. Dasselbe Spiel, also haben wir uns den Vormittag durchs Revier gekämpft. Hatten auch mal eine interessante Stimme, aber wir haben nicht einen Reh gesehen. Aber mein Lieber, ich habe geschneidert und ihr nicht. Das ja. Muss man ja nun leider festhalten, nicht wahr? Ja, ein Bock haben wir. Also so ganz viel falsch gemacht habt ihr ja nicht, ne? Oder zumindest nicht so viel wie ich. Ja, leider Gottes. Nicht geschneidert ist auch schon mal was. Aber ich hab's euch gegönnt. Wir uns aber auch. Ja.